Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Clip bei eurer VHS at Home. Am Start ist hier auch wieder unsere Nicole, die euch einen Ausdauerpart mit Intervalltraining anbietet. Viel Spaß damit, bleibt sportlich. Schön, dass du da bist. Wir starten jetzt in eine Runde Herz-Kreislauf-Training in Form eines Ausdauertrainings. Das heißt, wir werden im Wechsel immer zwei Übungen machen. Jede Übung viermal, immer für 20 Sekunden und danach hast du 10 Sekunden Pause. Wir starten direkt mit der ersten Übung. Stell dich schulterbreit auf, halte die Spannung im Bauch, zieh die Schultern zurück, Brust nach oben, schieb den Po nach oben und hoch. Wer möchte, darf hier ohne Sprünge arbeiten für 20 Sekunden. Versuch hier ganz locker zu landen. Noch 10 Sekunden. 4, 3, 2 und kurz pausieren. Locker die Beine, halte hier die Spannung und komm in die nächste Übung. Das rechte Bein schiebt zurück, Spannung im Bauch, wir gehen tief und hoch, hoch. Halte die Spannung, Oberkörper bleibt aufrecht. Sehr gut. Auch hier, wenn es dir zu viel wird, ohne Sprünge. Noch 4, 3, 2, Pause. Die ersten zwei Runden haben wir schon geschafft. Wir starten von vorne, schulterbreiter Stand. In 4, 3, 2 und los. Hoch, hoch, hoch. Gleich geschafft. 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Wechsel das Bein, linkes Bein zurück, Spannung im Bauch. Halte hier für 5 Sekunden und los geht's. Hoch. Gleich geschafft. Halte durch. Kleine Sprünge nach oben. 4 noch. 3, 2 noch, ein letztes Mal und lösen, Halbzeit. Locker die Beine, schulterbreiter Stand, Achtung für 4, 3, 2 und los, hoch, hoch, kleines bisschen noch, halte durch. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So, das rechte Bein wieder zurück. Die letzten drei Runden in vier, drei, zwei und los. Schau, dass der Puls nach oben geht, wie bei mir. Komm hier in die Sprünge oder optional ohne Sprünge. Pause. Locker die Beine. Ein letztes Mal. Schulterbreiter Stand gleich geschafft. Achtung, komm tief und hoch. Halte durch. 4, 3, 2, Pause. Letztes Mal, linkes Bein zurück. 4, 3, 2 und los. Halte durch, komm hier noch ein bisschen tiefer. Spannung im Bauch bleibt. Gleich geht's Richtung Ende. 4, 3, 2, Pause. So, locker kurz die Beine. Halte hier die Spannung. Leg dich auf die Matte und schau, dass der Puls ein bisschen nach unten geht. Es
gleich weiter. Leg dich hier auf den Rücken. Schieb die Beine etwas weiter vor. Nimm den rechten Arm zur Schläfe. Linker Arm geht über die Seite am rechten Bein vorbei. Wir ziehen uns 20 Sekunden hier zur Seite nach oben. In 4, 3, 2 und los geht's. Zieh dich hoch und tief. Spannung im Bauch und zieh dich hier ganz locker nach oben. Die Schultern ganz entspannt. Wenn du möchtest, die Hände oder die Hand in den Nacken. Halte hier die Spannung. Gleich geschafft. Erste 20 Sekunden und Pause. Wir wechseln hier die Seite in 4 Sekunden. 3, 2 und los geht's. Weit nach oben. Zieh dich hoch und tief. Das Stück noch. Noch 4, 3, 2 und löse. Noch einmal die Seite wechseln. In 4, 3, 2 und komm hoch und tief. Zieh dich ganz weit nach oben. Du hast es gleich geschafft. Wir wechseln in der 5. Runde die Übung. Letztes Mal für die linke Seite. 4, 3, 2 und Pause. 10 Sekunden kurz erholen. Ein letztes Mal den Arm diagonal zum Knie. Wir ziehen uns hoch und tief. Und los geht's. Kleines Stück noch, 10 Sekunden noch durchhalten. Zwei noch und Pause. Komm hier einmal auf den Bauch, nimm die Ellenbogen unter die Schulter, die Hände ganz locker, Beine nach oben. Komm hier in den Mountain Climber, die Schultern über die Ellenbogen. Halte die Spannung, schieb den Po so tief wie möglich. Ein kleines Stück noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So, wenn du möchtest. Ich Klo. Ach so. Egal, machen wir nochmal. Ich mache einfach weiter, dann können wir das einfach machen, dass du nochmal kurz ein paar Sekunden die Übung von gerade machst und dann schneiden wir das einfach. Ah, okay. Also, ich mache jetzt einfach nochmal diesen Mountain Climber, da kannst du wechseln einfach. Genau, mach ich. Ja, alles gut. Habe ja die letzte Woche ein bisschen Pause gehabt. Nimm die Ellenbogen unter die Schulter, stell die Beine auf und komm hier in den Mountain Climber. Zieh die Schultern weg von den Ohren, Po so tief wie möglich. Für 10 Sekunden noch. Die Schultern über die Ellenbogen, halte die Spannung in 4. 3, 2 und Pause. Wenn du möchtest, nimm die Hände unter die Schultern, schieb die Schultern zurück, halte die Spannung, komm nach oben und dasselbe hier auf den Händen. Halte durch, Po bleibt tief, halte die Spannung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Pause. Die letzten zwei. Wenn du möchtest, leg hier wieder die Unterarme ab oder komm wieder auf die Hände. Komm nach oben. Dritte und vorletzte Runde für 20 Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, 5, 4, 3, 2, Pause. Eine Runde noch, dann haben wir es gleich geschafft. Die Halbzeit naht, nur noch zwei Runden. Letztes Mal und komm hoch.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Pause. So, komm wieder nach oben, wenn du möchtest. Trink einen kleinen Schluck. Schieb die Matte noch einmal zur Seite. Und kurz pausieren. Für 30 Sekunden noch. Dann kommt die dritte und vorletzte Runde. Wir gehen hier in einen schulterbreiten Stand. Gehen zur Seite hoch, zur Seite hoch. Optional, ohne Sprung. In 4, 3, 2 und los geht's. Bauch ganz fest. Po zurück, Schultern zurück, Oberkörper aufrecht. Sehr gut. Jawohl, halte durch. Noch 5 Sekunden, gleich geschafft. Und Pause, zweite Runde. Hier, diagonal, das Bein über Kreuz in 4, 3, 2 und los. Wer noch nicht genug hat, wer noch mehr möchte, springt zur Seite. Gleich geschafft. Die ersten 2 Durchgänge. 4, 3, 2. Pause. Ganz kurz lockern. Noch einmal von vorne. Die letzten 4, 3, 2. Und los geht's. Tief und hoch. Vier, drei, zwei, Pause. Sehr gut. Wir nähern uns der Halbzeit. In 4, 3, 2. Diagonal, entweder mit Sprung oder ohne Sprung. Du entscheidest. Hier so tief wie möglich. 10 Sekunden noch. Halte durch. Lass den Puls ein bisschen nach oben, atme ganz locker und Pause. So schnell ist wieder Halbzeit. Letzte 4 Stück in 4, 3, 2 und los. Komm tief und hoch. Achte darauf, dass die Fersen auf dem Boden bleiben. Noch 4, 3, 2 und Pause. Sehr schön. Die letzten 3 Stück. Es geht direkt weiter in 4, 3, 2 und los. Wer möchte, springt dazu. Oberkörper bleibt fest, Spannung im Bauch. Ein bisschen noch. Halte durch. Gemeinsam bis zum Ende. In 4, 3, 2 und Pause. Ein letztes Mal die Sprünge. So, 4, 3, 2 und los. Komm tief und hoch. So schön, noch ein kleines bisschen tiefer, damit ihr auch morgen noch da war. Davon was habt. 4, 3, 2, letzter Pause. Ein letztes Mal im Stehen und dann heißt es nur noch für den Bauch 4 Minuten. 4, 3, 2 und los. Halte durch. Spannung im Oberkörper, Spannung in den Beinen. Für 4, 3, 2 und locker die Beine. Lass den Puls ein bisschen nach unten kommen. Trink ruhig nochmal einen Schluck und hol noch einmal die Matte zu dir her. Und leg dich dann, wenn du kannst, auf den Rücken ab. So. Noch ein kurzes
Stück. Und dann haben wir es geschafft. Du kannst hier schon mal die Beine ganz lang machen. 20 Sekunden Pause gibt es noch. Die Arme über den Kopf. Und wir gehen jetzt hier mit dem rechten Arm und dem linken Bein zusammen. Wenn du möchtest, den linken Arm einfach zur Seite. Mach dich bereit in 4, 3, 2. Los geht's. Die letzten 4 Minuten. Komm mit dem Oberkörper so weit hoch, wie du kannst. Zieh dich hier weit nach oben. Stolze Brust. Komm schon. Gleich wieder geschafft. Für 10 Sekunden noch. Der linke Arm bleibt ganz locker. Und wenn es nicht mehr geht, kurz pausieren. Pause. Ihr müsst mit dem Oberkörper nicht ganz so weit nach oben. Rechter Arm nach oben. Und los geht's. Zieh dich hier hoch und tief. Hoch und tief. Jawohl. Halte durch für 5 Sekunden. Pause. Wir wechseln wieder. Linker Arm zur Seite, rechter Arm über den Kopf in 4, 3, 2 und los geht's. Zieh dich hoch und tief, spür den Bauch, halte die Spannung und wenn es nicht mehr geht, einfach das Bein locker abstellen und gerne auch einfach liegen lassen. Noch 4, 3, 2, Pause. So, einmal die Seite wechseln in 4, 3, 2, los geht's. Zieh dich weit nach oben, komm schon. Ein kleines bisschen noch, wir nähern uns der Halbzeit. Noch 2 Stück und pausieren. Jawohl, nur noch 4 Stück. Die Hälfte haben wir in 4, 3, 2 und los geht's. Zieh noch einmal durch, halte nochmal. Denk dran, nur 20 Sekunden pro Übung. Das ist fast nichts. Noch 4, noch 3, 2 und Pause. Das Ende kommt langsam näher. Nochmal die Seite wechseln in 4, 3, 2 und los. Was für ein schönes Gefühl. Die letzten 3 Runden. Dann haben wir es geschafft. Vier, drei, zwei. Pause. So, letztes Mal pro Seite eine Runde in 4, 3, 2, zieh nochmal durch, komm hoch. Ein letztes Mal auf die Zähne beißen. Sehr gut, ich bin mir sicher, das sieht spitze aus zu Hause. In 4, 3, 2, Pause. Ein allerletztes Mal. Linke Seite in 4, noch 3, noch 2 und 20 Sekunden, als gäbe es kein Ende. Komm schon. Zehn Sekunden noch. Komm nach oben. 4, 3, 2, und lösen. Mach dich ganz lang, nimm die Arme über den Kopf. Bleib ganz kurz hier, du hast es geschafft. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, liebe Nicole, und danke euch fürs Zuschauen und Mitmachen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne hier ein Like da oder besucht uns unter www.vhs-balingen.de. Wir produzieren fleißig weiter. Und ihr bleibt zu Hause und gesund. Tschüss!